So, da sind wir noch mal ganz kurz. Ja, immer noch mit dieser Gitarre. Ich hatte doch keine Lust runterzugehen, um die andere zu holen. Es geht um den Song AYO Technology von Milow. Das war ein Request, den ich gestern bekommen habe. Da dieser Song nur drei super simple Akkorde hat, mache ich das jetzt schnell. Strumming habe ich super einfach gelassen. Milow macht ja immer so tolle Strummings mit Abdämpfen und so weiter. Bei ihm klingt das super gut, aber für Anfänger machen wir jetzt einfach down, down, up, up, down, up. So das übliche Standard. Die übliche Standardgeschichte. Eigentlich stand da Capo auf dem 7., aber das finde ich ein bisschen hoch. Also habe ich es jetzt auf dem 5. gemacht. Ihr müsst mal ausprobieren, was euch besser gefällt. Je nach Stimmlage könnt ihr es ja dann, wenn ihr höher singen wollt, auf dem 7. machen. Ich mache das jetzt auf dem 5. Und dann ist es einfach nur das E-Moll, das D und das C. Und ich erkläre euch die Akkorde nochmal eben schnell. Für das E-Moll setzt ihr den Mittelfinger im zweiten Bund auf die 5. Seite und den Ringfinger darunter auf die 4. Seite im zweiten Bund nach dem Capo. Das ist jetzt normalerweise nicht das E-Moll. Man nennt das jetzt nicht E-Moll, aber wir tun jetzt mal so, als wenn das ein E-Moll wäre. Hier vorne wäre es ein E-Moll. Hier ist es was anderes, aber. Also das E-Moll. Dann das D, Zeigefinger im zweiten Bund auf die 3., Mittelfinger im zweiten Bund auf die 1. und den Ringfinger im dritten Bund auf die 2. Seite. Das ist das D. Ihr könnt es aber auch mit Jesus 2 spielen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt einfach so, dass ihr den Mittelfinger hochnimmt. Und dann ist es das Jesus 2, glaube ich. Aber ich finde, das klingt nicht so schön. Ich finde, mit dem normalen D klingt das schöner. Und dann noch das C. Zeigefinger im ersten Bund auf die 2. Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf die 4. und Ringfinger im dritten Bund auf die 5. Das ist euer C. So, jetzt hole ich mir nochmal eben den Text her, den kann ich nämlich nicht. Und es wird ziemlich schnell gesungen, also für mich ist das schon mal gar nichts. Ich verhaspel mich immer schnell. Und dann versucht entweder euch den Song noch ein paar Mal anzuhören und das Strumming so hinzubekommen wie er. Wenn ihr es aber ganz leicht machen wollt, dann tut es auch schon. Down, down, up, up, down, up, down, down, up. Und das ist so, dass das E-Moll zweimal durchgespielt wird. Also down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Dann geht ihr zum D, das wird nur einmal gespielt. Down, down, up, up, down, up. Und dann zum C. Down, down, up, up, down, up. Ich kann es ja mal versuchen mit Text, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Das wird viel zu schnell gesungen. Also ich krieg das nicht hin. Vielleicht seid ihr etwas redegewandter. War doch richtig mit zweimal, oder? Also, für die erste Strophe nur das E-Moll, das D und das C. Für die zweite Strophe ist es dann das E-Moll, das D, das C, das D und das C. Ja, und bei den nächsten ist es wieder E-Moll, D, C, E-Moll, D, C. Wird dann immer so wiederholt. Eigentlich ist die Ausnahme nur bei diesem Text, Her Money. Money she's making, making, look at the way she's shaking, shaking, make you want to touch it, make you want to taste it, have your lustin for her, go crazy face it. Eigentlich nur dieses go crazy face it ist beim zweiten, bei der zweiten Strophe noch extra und dafür braucht ihr dann auch immer das D und das C. Habt ihr das jetzt verstanden? Okay.
Gott. Ja, derjenige, der diesen Song requested hat, der findet den Song wahrscheinlich super toll und kann ihn auch auswendig singen. Ich offensichtlich nicht. Gott. Okay, ich hoffe, eure Ohren bluten nicht. Ich mache das Tutorial jetzt nicht nochmal. Ich denke mal, um euch das Strumming, das super leichte Strumming, die super leichte Version zu sagen und die Akkorde. Reicht das schon? Ich hätte das ja vorher auch noch ein bisschen üben können, aber nein. Okay, alles klar. Ja, viel Spaß beim Lernen. Wie gesagt, ich habe das Capo auf dem 5. Normalerweise sollte es auf dem 7. laut Angabe. Aber ich finde, auf dem 5. reicht es schon voll und ganz. So, ich gucke mir das Katastrophenvideo nochmal an und wenn ich es super schlecht finde, mache ich es nochmal. Ansonsten, ich habe nicht viel Lust nochmal, das alles zu machen. Wir gucken mal. Tschüss.